So. Hallo, wir sind in Skopje und man hört schon das Gewitter. Wir sind in Skopje, es ist alles ein bisschen später geworden, als wir gedacht hatten, und sind heute hier im Zoo, um die beiden Bären, die hier im Zoo zu viel sind, abgegeben werden nach Arosa-Bären. Wir bringen die beiden Bären jetzt über Italien und das Mittelmeer, Griechenland, bis nach Arosa-Bären. Dazu brauchen wir 3 Tage. Ich bin René und bin mal wieder dabei, diesen Transport zu begleiten. Ein Bär ist schon hinter mir in der Box. Und jetzt gehen wir rein und schauen, dass wir die zweite Bärin betäuben können, um sie einzupacken. Hallo. So, die Tierärztin wird jetzt versuchen, die Bären zu treffen. Und wir sind gespannt, ob das gleich beim ersten Mal funktioniert. Dimitar, you can put those two down and take the suitcase outside and just close it and bring it already inside. The one right in front. Thank you, thank you. Hier sieht man mal ein bisschen, wie beengt die Verhältnisse waren, in denen die Bären gelebt hatten. Diese Bären ist 18 Jahre alt, genauso wie ihr Bruder. Und es ist ziemlich dunkel dort drin und die Tierärztin wird jetzt versuchen, die Bären mit einem Dach zu packen, um sie zu betäuben. Затвори! Спусти! Спустай! Noch vor einer halben Stunde war die Bärin ziemlich aktiv und hat versucht, ihren Bruder immer wieder zu necken, immer wieder wach zu machen, während er eigentlich behandelt wurde. Das heißt, es wird jetzt hier eine kleine spannende Angelegenheit. Wir sind heute Abend hier in Skopje im Zoo, um jetzt die zweite Bären aus ihrem Gehege zu holen, einzupacken in ihre Transportbox und dann über Griechenland, das Mittelmeer und Italien nach Arosa zu bringen. Die Spannung steigt. Es ist offensichtlich nicht ganz einfach und es ist vor allem auch nicht ganz ungefährlich, zur Bärin vorzudringen. Sie ist sozusagen hinter dem zweiten kleinen schmalen Gang. In diesem ersten Gang hatten wir jetzt schon vor einer halben Stunde den Bären, ihren Bruder, betäuben können und behandelt. Ja? Can you come with a torch? Es ist nicht ganz einfach, offensichtlich die Bären überhaupt zu sehen, damit wir sie betäuben können. Der Zoo in Skopje gibt ihr diese beiden Bären ab. Jetzt sieht man sie so ein bisschen, wie sie rumläuft. Der Zoo in Skopje gibt die beiden Bären ab, weil die Gehege erneuert werden müssen, dringend. Man sieht hier schon, wie alt die Gänge sind. Jetzt wird der Pfeil angesetzt, um die Bären möglichst sehr gut zu treffen. Steigt. Es ist irgendwie anscheinend versucht, sie ein bisschen auszuweichen. Auf jeden Fall sehen wir hier, ich kann mal so ein bisschen zeigen, wie es aussieht. Sie sind wirklich einer absoluten Renovierung bedürftig und deshalb gibt der Zoo diese beiden Bären ab. Ein Geschwisterpaar, die sind 18 Jahre alt, ein Bären.
und wir bringen sie nach Arosa, damit hier ausgebaut werden kann. Es gibt zwei weitere Bären, zwei Männchen, das sind auch Geschwister, zwei Brüder. Und die werden dann hier bleiben und haben danach dann, wenn die ganzen Renovierungsarbeiten fertig sind, doppelt so viel Platz. Also Platz, wofür jetzt vier Bären leben, wo jetzt vier Bären hier leben im Zoo von Skopje, werden dann künftig nur noch die beiden Bären leben. Ja. Es ist ein bisschen schwierig. Man sieht tatsächlich, wie alt und klein die Gehege, die Boxen waren, in denen die Tiere sich zurückziehen konnten. Ich werde nachher noch mal versuchen zu zeigen, wie das Außengehege aussah. Das sieht, ist in wesentlich besseren Zustand. Und ja. Du könntest die Zeit aufschreiben. Ja. So, sie ist offensichtlich schon einmal getroffen worden. Zur Krankung? Also der Dart ist seit 3 Minuten drinnen und hat voll ausgelöst. Also wir haben es gerade gehört, der Dart ist seit 3 Minuten drin, hat ausgelöst, jetzt werden wir so 5 bis 10 Minuten warten. Und ich werde dabei mal rausgehen und euch zeigen, wie das Außengehege der Bären aussah. Dazu gehe ich mal raus. Ich zeige das Außengehege. Hier haben die Bären im Zoo gelebt. So. So, da ist der Eingang im Prinzip, in den die Bären reingekommen sind. Und hier ist im Prinzip das Gehege, in dem die gelebt hatten. Und wir werden jetzt weiterhin warten. Und bis wir die Bären rausbekommen, würde ich ganz gerne mit unserem Wildtierexperten ein kleines Interview durchführen. Wir haben sogar noch richtig toll Licht. Das ist super, weil hier fängt ein riesiges Gewitter an. Es ist eigentlich innerhalb von weniger Zeit dunkel geworden. Und ja, ich würde als erstes mit der Frage anfangen. Ich habe es gesehen, der erste Bär ist im Prinzip drin in seiner Box. Und die Bärin wird jetzt gerade vorbereitet, hat den Dart bekommen. Wie ist das? Ist das Stress für die Tiere, wenn sie sozusagen narkotisiert werden, umgeladen werden? Wie anstrengend ist das für die Tiere? Das ist natürlich ein Stress für die Tiere. Sie werden plötzlich von einem Pfeil getroffen, das schreckt sie auf. Sobald die Narkosemittel anfangen zu wirken, werden sie natürlich schläfrig. Und irgendwann schlafen sie nie und ab dann spüren sie nichts mehr, dann ist es nicht mehr stressig für die Tiere. Ja, ist das normal für die Bären, wenn die im Prinzip in dieser Haltung, bevor die narkotisiert werden, dass sie gefüttert werden viel, oder ist es besser, wenn die nicht gefüttert werden, bevor sie narkotisiert werden? Kommt ganz drauf an, denke ich. Da muss auch der Tierpfleger einschätzen, die Tierärztin muss das einschätzen. Das wäre sicher etwas, wo die Ärztin besser beantworten kann, jetzt gerade in diesem speziellen Fall. Okay. Also, weißt du dann, wie groß und schwer jetzt diese beiden Bären sind, die wir nach Arosa bringen? Genau, die beiden Bären, die sind durchschnittlich groß. Ganz normal für Bären. Das Gewicht ist sehr saisonal, also gegen den Herbst zu nehmen sie natürlich viel mehr zu. Im März ist das Gewicht geschätzt worden vom Weibli auf etwa 120 Kilo, vom Männli auf etwa 180 Kilo. Und das ist laut ihrer Ärztin eher ein leichtes Übergewicht, aber nichts Tragisches. Und ansonsten sind die Tiere in welchem Zustand, die beiden? Soweit wir wissen, ist der Zustand von diesen beiden Tieren gut. Sie sind gesund soweit, die Zähne sehen soweit gut aus. Aber weitere Abklärungen wird die Tierärztin vielleicht noch machen. Okay. Genau. Und jetzt wollte ich noch fragen, was wissen wir denn noch über die Bären? Was haben die für einen Charakter? Weiß man da so ein bisschen besser Bescheid?
laut Tierpfleger sehr einen freundlichen Charakter, beide Bären. Sie haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Tierpflegern. Das Weibli ist ein bisschen ängstlich, weil nebendran zwei andere Bären sind, die ein bisschen Radau machen, und dort zieht sie sich eher zurück und versteckt sich dann auch zum Teil vor denen. Okay. Wir haben gehört, dass die beiden Geschwister nicht zusammengehalten wurden, nicht im selben Gehege. Wobei bei den Brüdern, die es auch noch gibt, die anderen beiden Bären, die sind in einem Gehege. Warum sind die beiden nicht zusammengehalten worden? Die Geschwister, also das Männli und das Weibli, waren von klein auf eigentlich getrennt, laut Zoo. Zudem kommt dazu, dass beide nicht kastriert waren. Und das hätte natürlich zu Inzucht können führen. Und das hat der Zoo verhindern. Und darum hat man die getrennt. Außerdem ist auch die Anlage relativ alt und defekt. Und es wäre sehr, sehr schwierig, wenn nicht unmöglich gewesen, die artgemäß dann können zu trennen und wieder zusammenzuführen. Okay. Wird denn das Weibchen noch kastriert werden? Das wird abgeklärt, das wird jeder Bärin von Fall zu Fall neu entschieden. Sie ist jetzt noch nicht kastriert, er ist vor kurzem kastriert worden. Okay. Ja. Hätte es denn einen Vorteil für das Weibchen in ihrem Verhalten oder so, wenn sie nicht kastriert würde? Wenn man es einfach so lassen würde und nur die Männchen kastriert sind? Die Kastration ist natürlich immer ein Eingriff, das ist immer mit gewissen Risiken verbunden. Andererseits ist, wenn man sie nicht kastriert, kann sie, wenn sie dann läufig ist, auch wilde Bären anlocken, die zum Beispiel von Italien her nach Arosa kämpfen. Und das möchte man eigentlich auf jeden Fall vermeiden, dass dort wilde Bären mit Menschen könnten, in Konflikt kommen. Ja, verstehe. Okay. Ist es denn so, dass, wenn jetzt die beiden Bären getrennt gehalten wurden, könnte man jetzt annehmen, der Skopje Zoo, der züchtet Bären. Ist dem so? Der Skopje Zoo züchtet keine Bären, darum sind sie auch getrennt gehalten worden. Okay. Und er beabsichtigt auch nicht, in Zukunft Bären zu züchten. Ganz im Allgemeinen, was ist denn so dein Eindruck vom Zoo? Ich weiß, du hast ihn heute dir nochmal angeschaut, vom Zoo in Skopje in Bezug auf Tierschutzstandards. Genau, also der Zoo in Skopje ist eine anerkannte Einrichtung. Er ist auch Anwärter für die EASA, für die Vereinigung von Zoos und Aquarien. Mhm. Und er hat in den letzten Jahren sehr viele Verbesserungen, Innovationen vorgenommen für Tiere, damit die artgemäßer gehalten werden können. Er hat auch bei anderen Projekten von Vier Pfoten, bei einer Rettung von Teddy, hat er geholfen, dass wir den hier anbringen konnten. Und sie selber haben auch schon gerettete Tiere aufgenommen. Zum Beispiel die Elefanten, die aus einem Zirkus stammen. Okay. Ja, so letzte Frage, Dominik. Es wird auch langsam dunkel. Wie sieht die Situation der in Gefangenschaft lebenden Bären in Nordmazedonien aus? Also laut ersten Recherchen von Vier Pfoten gibt es mehrere illegale oder Bären in sehr schlechter Haltung. Vier Pfoten ist dran, da versucht mit den Behörden zusammen Verbesserungen zu haben für das Tierschutzgesetz. Und ja, versucht so Beziehungen ein bisschen aufzubauen, um da weiterhin nachher nachhaltig können, Tiere oder vor allem Bären zu schützen, aber allgemein von Wildtieren. Und das Ziel von Vier Pfoten ist schon, dass wir in Nordmazedonien die Haltung von Bären verbessern, langfristig. Okay, super. Danke dir für das Interview. Sehr gern. Ich gehe jetzt mal gucken, wie es mit der Bären weitergeht. Gut. So, dann nehme ich euch mal wieder mit und schau mal, wie die Situation ist. Hier sehen wir mal ganz kurz, dass der Bär schon in seiner Box ist. Und kann man nicht gut sehen. Und ich schaue jetzt noch mal nach, wie weit die Bären ist. Ist denn die Bären schon eingeschlafen? Nein, noch nicht. Okay. Also ich gehe davon aus, dass das Medikament subkutan gegangen ist. Ja. Und das zeigt dann genauso Wirkung, wie wenn es in den Muskel gehen würde, aber es braucht einfach länger, weil es von der Haut langsamer resorbiert wird. Ja. Und das ist auch in Ordnung, da müssen wir einfach geduldig sein. Okay. Ja. Darf ich dann noch so 2-3 Fragen stellen? Ja. Oder ist es jetzt gerade ganz unglücklich? Nee, ist okay. Warten wir noch. Ich wollte fragen, der Bär ist ja nun schon in seiner Box. Wie war denn das? Ist denn
wir haben gesehen, wir haben ein bisschen länger gewartet als sonst. Gab es irgendeine spezielle Geschichte oder ein Vorkommnis, warum der Bär etwas länger brauchte? Ja, also die Sache war, die Bedingungen sind hier halt wirklich extrem. Also es ist sehr dunkel, es ist sehr beengt. Und er hatte sich eigentlich genau so, wie man das erwartet, abgelegt. Nach 10 Minuten lag er auch vollständig. Er hat sich nur etwas zu nah an das Gitter von seiner Schwester gelegt. Und sie konnte dann mit der Pfote durch und hat ihm immer hat versucht, an seine Klauen hinzukommen und hat ihn gepufft. Und deshalb dann hat er sich immer wieder erschrocken. Okay. Weil gerade in der Einschlafphase, da sind die da sind die noch sensibel zu Reizen aus der Umwelt, also Geräusche, Licht oder Berührung. Und wenn da wenn man einschlafen will, immer jemand anschubst und sagt, hey, nicht einschlafen, aufwachen, dann braucht man länger. Und das war bei ihm eben der Fall. Okay. Er ist dann irgendwann nochmal hoch und hat sich ein Stück weiter weg von ihr hingelegt. Ja. Und dann war es in Ordnung. Wir hatten sogar versucht, also einer oben auf dem Dach hat an der Tür gerüttelt, bei ihr an der anderen Tür, okay, um sie ein bisschen abzulenken. hat aber nicht funktioniert. Hat so richtig sich als die gute Schwester, die ihren Bruder beschützen will, gezeigt. Ja, genau, so könnte man das sagen. Also sie hat zumindest gemerkt, dass mit ihm irgendwas nicht in Ordnung ist. Okay, ja. Und wollte ihn motivieren, aufzustehen. Genau. Ist es denn von Vorteil, wenn die Bären, bevor sie narkotisiert werden, noch gefressen haben? Oder? Normalerweise würde man sagen, jetzt bei einem Menschen vor der Narkose immer nüchtern ist ideal, weil es eben sein kann, dass man sich, dass Menschen oder auch Bären oder Hunde sich bei der Narkoseeinleitung erbrechen. Und das möchte man verhindern, oder wenn sie sich erbrechen, dass dann eben nicht so viel rauskommt. Wenn man aber kleine Mengen gibt, in dem Fall haben wir ja die Tiere anlocken müssen, also dass er überhaupt ins Haus reinkommt, da mussten wir ihm was Leckeres hinlegen, das ihn motiviert reinzukommen. Ja. Und wenn es kleine Mengen sind, ist es okay. Es ist nicht optimal, aber den Kompromiss muss man sozusagen machen. Ja. Er hat sich aber auch während der Narkoseeinleitung nicht erbrochen oder irgendwas. Okay. Also es war alles in Ordnung. Tipptopp. Ja. Was wird denn jetzt genau gemacht, wenn sie jetzt einschläft? Was ist denn dann der nächste Schritt? Dann ist sie ja da noch drin in diesem. Wie holt man sie da raus? Und wird dann Blut abgenommen oder wird Puls gemessen oder was wird genau gemacht jetzt dann? Wenn sie sich jetzt gleich ablegt, dann gehen wir rein, dann werden wir ihr erstmal die Augen verdunkeln und einen Maulkeil reinmachen und ihre Reflexe testen und dann werden wir einen Venenzugang schieben, damit die Narkose gesichert ist und wir Infusionen geben können und auch jederzeit nachdosieren können. Ja. Und im nächsten Schritt intubieren wir, dass die Atemwege gesichert sind, dass wir sie im Zweifelsfall auch beatmen können, wenn sie mal nicht atmen sollte. Vor allen Dingen, wenn wir sie hier um diese kleinen Kurven ziehen müssen und so weiter. Ja. Das ist ja doch ein ganz schönes Gerüttel und dann haben wir die Narkose wirklich gesichert und können die gut steuern. Und sobald wir das haben, dann holen wir sie raus. Gut, dann erstmal vielen Dank. Wie sieht es denn aus? Hat sie sich schon hingelegt? Ja, jetzt müsste ich gleich einmal schauen gehen. Ich bin ganz gespannt und warte ganz geduldig mit unseren Supportern hier. So, wie sie unsere Tierärztin gerade gesagt hat, wird sie jetzt kontrollieren und schauen, ob die Bären tatsächlich genügend narkotisiert ist, dass man sich ihr ungefährdet nähern kann. Und wir schauen, dass wir noch einen Moment dabei sein können und würden dann alle ihre Arbeit machen lassen. Wir versuchen mal, ob wir einen Blick erhaschen können. Nein, man kann gar nichts sehen. Man kann gar nichts sehen, das heißt, wir lassen jetzt mal alle in Ruhe arbeiten. Ich gehe wieder raus und würde mal sagen, wir
sind mal für diesen Teil am Ende des Tages. Hier fängt es gleich an, fürchterlich zu regnen. Ich verabschiede mich von allen, die sich unseren ersten kleinen Film angeschaut haben, von unserem Transport der beiden Bären von Skopje nach Arosa. Wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Stunden wieder melden. Ich zeige noch mal kurz das Gehege hier im Zoo von Skopje. Alle, die sich etwas später eingeschaltet haben in dieses Video, die sind hier in dem Zoo von Skopje, haben zwei Bären fast verladen. Der erste Bär schläft tief und fest und der andere Bär ist gerade dabei einzuschlafen. Und wir werden diese beiden Bären in den nächsten 3 Tagen nach Arosa bringen. Wir werden heute Abend oder vielmehr morgen sehr, sehr früh losfahren. Es ist noch dunkel dann. Wir fahren über die griechische Grenze, müssen dann in die EU einreisen, fahren dann ans Mittelmeer zur Fähre, setzen über und fahren dann, wenn wir in Italien angekommen sind, die ganzen Donnerstag zurück hoch bis nach Bergamo, um am Freitagmorgen dann den Grenzübertritt in die Schweiz umzusetzen und freuen uns dann auf viele, viele Besucherinnen oder Besucher in Arosa. Die Bewohner von Arosa sind immer so unfassbar nette Gastgeber und Empfänger von Bären. Wir freuen uns auf diese Ankunft in Arosa am Freitag, am Nachmittag. Und bis dahin melden wir uns immer wieder unterwegs von unserer Überfahrt in die Schweiz mit den beiden Bären. Ich wünsche allen einen schönen Tag, eine gute Nacht für die, die es später gesehen haben. Und bis bald. Das war René vom Transport der Bären nach Brüssel.